Noricum ist seit gut 160 Jahren Grenzprovinz des Römischen Reiches. Lauriacum ist einer von 33 Legionsstützpunkten im Imperium. Die 6000 Mann starke Legio Secunda Italica hat hier ihr ständiges Lager bezogen. Sie ist die einzige Legion in der Provinz Noricum. Parallel zum Legionslager läuft eine der wichtigsten Straßen von Lauriacum, quasi die erste Nordumfahrung von Enns. Hier, wo reges Treiben herrscht, haben Secius Secundinus und seine Frau Julia Severio eine Taberna erworben, die in Kürze eröffnet. Salve Maximus! Salve Julia! Tritt ein und mach's dir gemütlich. Secundinus! Maximus! Herzlich willkommen in unserer Taberna. Julia, bring uns einen Krug Wein. Aber keinen Donaufüßel. Nicht schlecht. Nach 25 Dienstjahren gibst du immer noch keine Ruhe. Weißt du schon, worauf du dich da einlässt? Naja, die ganze Familie hilft ja mit. Und die Lage ist unbezahlbar. Es kann praktisch nichts schiefgehen. Also wie eh und je. Du trinkst und die anderen arbeiten. Ja, mach dich nur lustig. Aber im Grunde profitierst du ja auch davon, weil wir gerade dabei sind. Wann kommt eigentlich die nächste Getreidelieferung? Deswegen bin ich ja hier. Wegen der günstigen Witterung war die Getreideernte am Inn heuer früher als erwartet. Den ersten Transport machen wir schon an den Kalenden des September. Und ich habe auch schon einen Boten nach Bojodurum geschickt, damit der Weinhändler unseres Vertrauens auch genügend Weinfässer für euch im Keller lagernd hat. Das trifft sich ja hervorragend. Habt ihr gehört? Zur Eröffnung der Taberna im Oktober haben wir auch den guten Wein von Essimnus hier im Haus. Also darauf müssen wir anstoßen. Wenige Tage später brechen zwei Schiffe im Hafen von Enns auf und machen sich auf den Weg nach Bojodurum, Passau. Die Donau ist der mit Abstand wichtigste Transportweg im Norden der Provinz Noricum. Quasi die A1 der Antike. In Österreich bildet der 345 Kilometer lange Donauabschnitt als Limes die Grenze zum Barbaricum. Gleich zwei römische Kastelle sichern die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Der Inn bildet die Grenze zur Nachbarprovinz Raetia und ist gleichzeitig auch noch die Grenze zwischen zwei Zollbezirken des Imperium Romanum. Dieser wichtige Warenumschlagplatz ist also eine lukrative Einnahmequelle für den Kaiser. Wir sind im Umland fast fertig. Was ist mit deiner Privatlieferung? Essimnus, der alte Weinstrecker, ist wieder einmal zu spät dran. Ich glaube, ja, ich sehe ihn da hinten beim Zoll. Salvete. Salve. Schön, dass du auch. Wir müssen heute noch zu unserer Einheit an der Donauschlinge. Festiva lente. Eile mit Weile. Das werdet ihr mit Ruder und Segel doch noch schaffen. Ja, dass du keinen Stress hast, ist mir klar. Aber uns sitzen die Germanen im Nacken. Was heißt keinen Stress? Ricolo in Mura. Es ist Gefahr im Verzug. Meine Abnehmer in Castra Regina haben ihre Lieferung heute nicht abgeholt. Anscheinend sind ein paar Schiffe attackiert. Das klingt interessant. Weißt du mehr? Es wird viel getratscht. Das Gerücht wächst mit seiner Verbreitung. Ich glaube, es reicht mit den Gerüchten. Germanen hin oder her. Wenn wir nicht vor der Dämmerung bei den Stromschnellen durch sind, dann sind die unser geringstes Problem. Danuvius, Mercurius und Fortuna mögen euch gewogen sein. Die Donaugrenze wird nicht nur durch das Legionslager von Lauriacum und durch zahlreiche Kastelle gesichert. Wachturmketten garantieren eine praktisch lückenlose Überwachung und Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten. Kurz nach Engelhardszell in der kleinen Ortschaft Oberanna, vielleicht das römische Stanakum, wird gerade ein kleiner Wachturm errichtet. Was wird da eigentlich gebaut?
Was glaubst du? Ein Amphitheater mit Blick ins Barbarikum natürlich. Bei der Flussmündung sind in der letzten Zeit mehrfach Germanen aufgetaucht. Wir müssen auch hier einen Wachturm aufbauen. Drei Generationen später wird dieser Wachturm abgetragen und durch eine massive Kleinbefestigung, einen Burgus, ersetzt. Im Jahr 2017, als Vorprojekt zur oberösterreichischen Landesausstellung Die Rückkehr der Legion, werden die Ruinen freigelegt. 27 römische Meilen, also rund 40 Kilometer nach Bojodurum-Passau, liegt ein weiteres Kastell. Das Lager von Schlögen, in der Antike vermutlich Iuviacum genannt, ist mit ca. 8000 Quadratmetern etwa so groß wie ein Fußballplatz und bietet 100 bis 150 Hilfstruppensoldaten Platz. Die Siedlung von Schlögen dient wahrscheinlich als Lande- und Umladeplatz für Schiffe sowie als Straßenstation. Das Badegebäude nimmt eine zentrale Stellung in der Zivilsiedlung ein. Salve, Maximus. Salve. Heute habt ihr wirklich sehr spät angelegt. Ja. Nachdem ich aber gewusst habe, dass ihr noch kommen werdet, dürfen die Heizer eine Nachtschicht einlegen. Esimnus hat sich heute besonders viel Zeit gelassen. Und hat seine üblichen Sprüche gedroschen. Leider nicht nur. Er hat uns auch einige Neuigkeiten mitgebracht. Seine Handelsverbindungen nach Castra Regina sind offensichtlich abgerissen. Angeblich wurden Schiffe überfallen. Wie ernst müssen wir es nehmen? Esimnus ist zwar ein Dampfplauderer, aber in diesen Dingen ist er immer bestens informiert. Außerdem betrifft es ihn persönlich. Das heißt, wir müssen einen Boten nach Ovilavis und Virunum schicken, damit die nötigen Vorbereitungen getroffen werden können. Auf jeden Fall. Noch einmal überrumpeln uns diese Germanen sicher nicht. Mein Vater und mein Onkel haben oft über die Katastrophe unter Kaiser Marcus Aurelius gesprochen. Ja, das war wahrlich nicht lustig. Nicht umsonst hat der große Kaiser damals eine Legion nach Rätien und eine weitere nach Noricum entsandt. Die weitere Reise führt durch die wunderschöne, aber gefährliche Schlögener Schlinge und das enge Donautal bis nach Wilhering. Hier erhebt sich der 526 Meter hohe Kürnberg. Auf einem Sporn direkt über der Donau liegt einer der Wachtürme vor dem Reiterkastell Lenzia. Jetzt wissen Sie auch in Lenzia, dass wir unterwegs sind. In Lenzia, dem heutigen Linz, ist eine 500 Mann starke Reitereinheit stationiert. Ihr Lager befindet sich hinter dem heutigen Landhaus und ist vollständig überbaut. Kleinere, frührömische und spätantike Befestigungsbauten dürfte es auf dem Schlossberg gegeben haben. Von hier aus überblickt man die Donaufurt. Am dritten Tag nach ihrer Abfahrt kehren die beiden Schiffe wieder in die Gewässer der weit verzweigten Auenlandschaft vor Lauriacum zurück. Es ist kein Zufall, dass hier das einzige Legionslager der Provinz Noricum steht. Hier münden zwei wichtige Zubringerflüsse in die Donau. Die Traun und die Enz gewährleisten ebenso wie der Inn die Versorgung der Truppen aus dem Hinterland. Die Weinfässer werden im Hafen auf Ochsenkarren umgeladen und zum Lager transportiert. Der Weg führt vorbei an der größten bekannten römischen Kalkbrennofenbatterie des Imperiums, wo eigens dafür ausgebildete Spezialisten der Legion die Arbeit an den 12 Öfen koordinieren und überwachen. Unterhalb der Terrasse, auf der das Legionslager steht, liegt die Ladenstraße mit der Taberna der Julia Severio und des Secius Secundinus. Salvete, jetzt gibt's etwas Feines zu trinken. Esimnus hat wirklich nicht übertrieben. Der Trentiner Wein ist eine Gabe des Bacchus. Salve, Amike, gerade zur rechten Zeit. Das Festmahl steht bereit. Heute wäre sogar Lucullus neidisch. Ah.
Von den Gutshöfen von Ovilavis bekommen wir das beste Schweinefleisch aus der Region. Und verschiedenen Fisch gibt es von den Bergseen aus der Salzregion. Und die Lieferung aus Aquileia ist auch gestern gekommen. Wir haben Fischsoße aus Spanien, die eingelegten schwarzen Oliven süß und von bester Qualität aus Istrien. Und der absolute Höhepunkt, eine Amphore mit eingelegten Austern aus Kampanien. Nunc est bibendum, lasset uns trinken auf Jupiter, Juno und Minerva und alle anderen Götter. Und auf unseren Kaiser Septimius Severus und auf die Familie mögen uns unsere Gäste gewogen sein. Bibite! Bibite! Jetzt wissen Sie auch in Lentia, dass wir unterwegs sind.